Nach dem gewonnenen Spiel in Arnsberg mussten die ISV-Damen am Samstag in Bergkamen eine bittere Niederlage hinnehmen. Die Damen des HC Thura waren der vom Trainer erwartet schwere Gegner und legten mit den ersten Toren die Basis für ihren Erfolg. Die ISV konnte erst in der 5. Spielminute das erste Tor erzielen. Das Team der ISV wirkte irgendwie abwesend. Hinten kein Zugriff, vorne kein Abschlussglück. In der 16. Spielminute stand es folgerichtig bereits 10:4 für Bergkamen. Der Seitenwechsel erfolgte beim Spielstand von 13:9 Toren. 8 Tore Vorsprung, 20:12, zeigte die Hallenuhr in der 46. Minute. Die ISV fand am heutigen Samstag einfach nicht die richtigen Mittel. Die Begegnung endete 26:17. Glückwunsch an die Damen aus Bergkamen. Wir wünschen unserer Katharina, die nach einem Foulspiel leider frühzeitig ausfiel, baldige Genesung.